Wusstest du? Du kannst unsere Hörspiele viel bequemer auf Spotify, Apple oder Amazon Music streamen. Am besten folge unserer Playlist dort. Und jetzt viel Spaß. Sonne. Es gab nichts Schöneres für mich als die warmen Sonnenstrahlen auf meinem Körper. Sie verliehen mir schon immer ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Ein Zustand, nach dem ich mich so lange gesehnt habe. Endlich waren wir frei. Wir fuhren die verlassene Landstraße entlang, während uns der wolkenlose Himmel den Weg zu zeigen schien. Es war vollkommen still, weit und breit war kein anderes Auto zu sehen. Wir öffneten die Fenster und ließen die warme Sommerluft herein. Die Bäume sausten nur so an uns vorbei, sodass wir noch nicht einmal das Zwitschern der Vögel hören konnten. Und während unsere Haare im Wind flatterten, schaute ich in den Rückspiegel. Da saßen sie, meine beiden Kinder. Luisa, die gerade 5 geworden war, und Emil, der mit seinen 13 Jahren der beste große Bruder für Luisa war, den ich mir hätte vorstellen können. Vor Freude glucksend steckte Luisa ihren Kopf aus dem Fenster und ließ sich den Fahrtwind noch mehr um die Nase wehen. »Lass das!« Emil packte seine Schwester am Arm und zog sie wieder in das Auto. »Das ist gefährlich, du könntest dir wehtun!« Luisas anfänglicher Ärger verschwand augenblicklich. Sie konnte ihrem Bruder nie lange böse sein, denn seit ihrer Geburt passte Emil auf seine kleine Schwester auf. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Für mich waren die zwei das Wichtigste, das es auf der Welt gab. Und noch nie hatte ich sie so glücklich und gelöst erlebt. In jeder Kurve, die wir nahmen, jubelte Luisa laut und auch Emi ließ sich von der Freude anstecken. Es sollte ein Neuanfang für uns werden. Viel zu lange lebten wir ein Leben, das mehr einem Gefängnis glich als einem glücklichen und zufriedenen Dasein. Endlich konnten wir leben, wie wir wollten, weit weg von meinem gewalttätigen Ehemann und dem Vater meiner Kinder. Denn die letzten Jahre, das müsst ihr wissen, verbrachten wir in der Hölle. Dabei hatte alles so glücklich begonnen. Über Freunde lernten Mark und ich uns kennen. Schon bald fanden wir heraus, dass wir auf einer Wellenlänge waren. Wir heirateten und bekamen Emil. Alles war perfekt. Doch nach Luisas Geburt veränderte sich Mark. Er wurde unzufriedener mit sich und der ganzen Welt. Manchmal beschlich mich sogar das Gefühl, als könne er keine Vater-Tochter-Beziehung aufbauen. Fast so, als wäre es ihm ein Dorn im Auge, eine Tochter bekommen zu haben. Er konnte sie nicht in den Arm nehmen, geschweige denn mit ihr spielen oder sie beruhigen, wenn sie weinte. Und die Frustration, die sich tief in seinem Inneren ausbreitete, ließ er auch Emil und mich spüren. Zuerst war es nur ab und zu, dass er gewalttätig wurde, aber dann immer öfter. Und als die körperliche Gewalt nicht mehr reichte, sperrte er uns ein. Wir waren gefangen in unserem eigenen Zuhause und es gab kein Entkommen. Bis zu jenem Tag, an dem Mark vergessen hatte, die Tür zu verschließen. Vielleicht war es Zufall oder auch Schicksal. Ich weiß es nicht. Ohne zu zögern schnappte ich mir meine Kinder und lief aus dem Haus. Ich weiß nicht, wie lange ich lief, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vor einem Supermarkt brach ich vor lauter Erschöpfung zusammen. Die umstehenden Passanten informierten die Polizei und riefen einen Krankenwagen. Mit meinen Kindern an der Seite erwachte ich wenige Stunden später im Krankenhaus. Ich wusste, dass wir Hilfe bekamen, aber ich fühlte mich nicht in Sicherheit. Nicht solange Mark noch da draußen war und jederzeit Jagd auf uns machen konnte. Die Ärzte und Pfleger kümmerten sich um unsere Verletzung, zumindest um die sichtbaren. Die seelischen Narben, die wir trugen, würden hingegen nur langsam verblassen.
In der Zwischenzeit suchte die Polizei fieberhaft nach meinem Ehemann, konnte ihn aber nicht finden. In unserer gemeinsamen Wohnung war er nicht und auch seine Freunde oder Familie hatten keine Ahnung, wo er sich aufhalten konnte. Es hatte nahezu den Anschein, als wäre Mark einfach vom Erdboden verschwunden. Um dennoch ein neues Leben zu beginnen, zogen die Kinder und ich in einen anderen Ort. Weit weg von all dem Erlebten und vor allem von unserer Vergangenheit. Wir wollten alles hinter uns lassen und endlich wieder glücklich sein. Und so waren wir auf der Landstraße und nahmen Kurs auf unser neues Leben. Einem Leben ohne Mark und ohne Gewalt. Nach etlichen Stunden, die wir im Auto verbracht hatten, kamen wir endlich an. Unser neues Zuhause sollte ein nettes kleines Haus mit roten Ziegelsteinen und einem dunklen Dach sein, direkt auf dem Land und umgeben von der Natur. »Da sind wir, Kinder!« Kaum hielt ich den Wagen an, riss Luisa die Tür auf und stürmte hinaus. Lachend rannte sie auf den Vorgarten zu. »Mami, schau mal, all diese schönen Blumen!« Liebevoll strich ich ihr durch die braunen Locken. »Ja, meine Süße, und wenn du möchtest, können wir noch viel mehr davon pflanzen.« Wie so oft schaute mich Luisa mit ihren großen braunen Kulleraugen an und begann dann aufgeregt zu lachen. Ich liebte dieses Lachen seit dem ersten Tag, als ich es hörte. »Hey, Mom, schau mal!« Ich spürte die Unsicherheit in Emils Stimme. Er richtete seinen Blick auf die Straße. Ein dunkles Auto kam direkt auf uns zugefahren. Nach den Geschehnissen der Vergangenheit waren die Kinder Fremden gegenüber sehr skeptisch und äußerst zurückhaltend. Sie hatten Angst tief in ihrem Inneren. Eine Mutter spürt es einfach, doch ich konnte die beiden schnell beruhigen. »Kinder, das ist nur unsere Vermieterin. Ihr müsst euch keine Gedanken machen.« Und so war es auch. Die nette ältere Dame war aus der Stadt gekommen, um uns persönlich die Schlüssel zu übergeben. Ein wenig seltsam war sie schon, aber auf eine sympathische Weise. Sie hatte uns das Haus mit einigen Möbeln hinterlassen, mit dem Notwendigsten für den Anfang. Früher lebte sie selbst in diesem Haus. Aber nach dem Tod ihres Mannes zog sie jedoch zu ihrer Tochter in der Stadt, um nicht allein zu sein. »Die Einsamkeit hier draußen kann einen verrückt machen. Passen Sie gut auf sich und Ihre beiden Lieblinge auf. Nichts kann die Liebe einer Mutter zu ihren Kindern ersetzen.« Es war der letzte Satz der älteren Dame, bei dem ich ein wenig nachdenklich wurde. Ich ließ mir jedoch nichts anmerken und wechselte stattdessen noch ein paar nette Worte mit ihr, bevor sie sich dann wieder auf den Rückweg zu ihrer Tochter machte. Für meine Kinder und mich begann nun jedoch ein neuer Lebensabschnitt. »Ich möchte das größte Zimmer!« Luisas Stimme hallte durch das fast leere Haus. »Nein, das bekomme ich! Schließlich bin ich der Älteste, richtig, Mom?« »Mami, nein, ich bekomme das größte Zimmer!« Die kleinen Streitigkeiten der beiden gehörten mittlerweile zur Tagesordnung. Und ich liebte sie. »Wir entscheiden gemeinsam, wer welches Zimmer bekommt, aber nun sollten wir uns erstmal umschauen.« Und da war's wieder. Luisas Lachen, das von der oberen Etage in meine Ohren drang. »Mami? Mami!« Es war eindeutig Luisas Stimme, die eines Nachts nach mir rief. Panisch rannte ich in ihr Zimmer, um nach meiner Kleinen zu sehen. Doch Luisa schlief seelenruhig in ihrem Bettchen. Ich trat leise an sie heran. Sie atmete gleichmäßig. Behutsam strich ich ihr übers Gesicht. Nachdem ich auch noch kurz einen Blick in Emils Zimmer geworfen hatte
Um mich zu vergewissern, dass alles gut war, ging ich zurück in mein Bett. Es war sicherlich nur ein Traum, doch plötzlich war da dieses seltsame Kratzen. Es klang, als würde eine Horde Mäuse auf dem Dachboden Polka tanzen. Es war ein unerträgliches Geräusch, das mich kaum schlafen ließ. Minutenlang wälzte ich mich in meinem Bett hin und her. An Schlaf war jedoch nicht zu denken. Ich stand erneut auf und ging in die Küche. In der Hoffnung, dass ich nach einer Tasse Tee doch noch etwas Schlaf finden würde. Aber kaum hatte ich mich an den Tisch gesetzt, da sah ich in meinem Augenwinkel einen Schatten. Ein Schatten, der an mir vorbeihuschte. Voller Schrecken ließ ich meine Tasse fallen, die mit einem lauten Krachen auf den alten Holzboden schlug. Die Keramik zerplatzte in mehrere Teile, während sich das heiße Getränk auf dem Boden ergoss und zum Teil in diesen einsickerte. Ich griff nach den Küchentüchern, um den restlichen Tee aufzuwischen. Als ich mich jedoch herunterbeugte, traute ich meinen Augen nicht. In dem dampfenden Tee lagen kleine Glassplitter, die aber garantiert nicht von der Teetasse stammen konnten. Vorsichtig sammelte ich die Scherben auf. Beim Blick in den Wasserkocher verschwand dann jedoch meine restliche Müdigkeit. Im Wasser dort drin schwammen unzählige kleine Glassplitter. Was zum Teufel ist das? Meinem leisen Fluchen folgten unaufhörliche Gedanken. Wenn die Kinder das Wasser getrunken hätten. Wer tut so etwas? Wir hätten sterben können. Den Kindern erzählte ich am nächsten Morgen nichts davon. Stattdessen wollte ich von den beiden wissen, ob sie auch die Geräusche auf dem Dachboden gehört hatten. Nein, was sollen das für Geräusche gewesen sein? Emils Worte wurden von Luisas Kopfschütteln begleitet. Anscheinend hatten die beiden in der Tat nichts von den Mäusen mitbekommen. Also ging ich allein auf den Dachboden, um nachzusehen. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, da stieg mir ein modriger und abgestandener Geruch in die Nase. Es roch nach Mottenkugeln. Die alten Holzdielen knarrten unter meinem Gewicht, während ich mir meinen Weg durch die verschiedenen Kisten und alten Möbel bahnte. Ich schaute in alle Ecken, konnte jedoch keine Hinterlassenschaften der Nagetiere entdecken. Selbst die Kisten und die Kleidungsstücke, die verstreut auf dem Boden lagen, schienen alle unversehrt. Es gab keine Bissspuren, nichts. Kein Anzeichen dafür, dass auf diesem Dachboden Mäuse ihr Unwesen trieben. Und während ich noch darüber nachdachte, warum die Kleidung auf dem Boden lag, da knallte die Dachbodentür zu. Das laute Geräusch ließ mich im ersten Moment zusammenzucken. Doch der Schrecken wich schon bald der Panik. Ich hatte im Laufe meiner Ehe eine Angst vor geschlossenen Räumen entwickelt. Sofern es für mich keine Fluchtmöglichkeit mehr gab, begann mein Herz zu rasen. Mein Puls wurde schneller, während sich meine Atmung beschleunigte. In diesem Moment spürte ich bereits, wie sich Panik in jeder einzelnen Zelle meines Körpers ausbreitete. Meine Kehle fühlte sich an, als würde sie jemand zuschnüren. Wie paralysiert stand ich nun da, inmitten des fast dunklen Dachbodens. Erst nach Minuten, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, konnte ich meine Beine wieder bewegen. Zielgerichtet steuerte ich die Tür an und ruckelte am Knauf. Aber sie ließ sich einfach nicht öffnen. Jemand musste die Tür von außen verschlossen haben. Wut gepaart mit Panik brach aus mir heraus, während ich immer wieder gegen die Tür hämmerte und nach meinen beiden Kindern rief. Emil! Luisa! Aber nichts, ich hörte die beiden einfach nicht. Ich schrie wieder nach ihnen, ich schrie so laut, dass das Kratzen in meinem Hals bereits wehtat. Noch immer war nichts von den beiden zu hören. Mit aller Kraft schlug und trat ich gegen die Tür. Aber sie rührte sich kein Stück,
Ich war gefangen. Wieder einmal. In meiner Verzweiflung verausgabte ich mich komplett und sank erschöpft zu Boden. Und so dämmerte ich weg. Wie lange genau, weiß ich nicht. Mama? Es war Luisas Stimme, die mich wieder in die Realität holte. Ich bin hier, auf dem Dachboden. Ihr müsst mir helfen. Ich rappelte meinen geschwächten Körper auf, nur um Sekunden später in die erschrockenen Gesichter meiner Kinder zu schauen. Was machst du hier? Emils Stimme hatte etwas Vorwurfsvolles, während mein Sohn mich fragend ansah. Er hatte die blauen Augen seines Vaters. Luisa umfasste unsicher die Hand ihres Bruders, während die beiden auf eine Antwort von mir warteten. Hat einer von euch beiden die Tür zum Dachboden verschlossen? Emil runzelte die Stirn. Nein, die Tür war offen. Wir haben dich gesucht. Luisa hatte Angst, dass dir etwas passiert ist. Oh, meine Süße, das musst du nicht. Alles ist wieder gut. Meinem Versuch, ihr Gesicht zu streicheln, wich sie jedoch aus. Was ist denn mit dir passiert? Und während wir gemeinsam die Treppen nach unten gingen, versuchte ich, ihre Fragen zu beantworten. Ich wollte nachsehen, ob wir auf dem Dachboden Mäuse haben. Dann ist die Tür auf einmal zugegangen und ließ sich einfach nicht mehr öffnen. Emil schien mir jedoch kein Wort zu glauben, während Luisa nur noch mehr die Nähe zu ihrem Bruder suchte. Etwas hatte sich verändert, seit wir in dieses Haus gezogen waren. Das spürte ich deutlich. Etwas war mit meinen Kindern geschehen, doch nicht nur das. Auf unerklärliche Weise verschwanden Dinge. Meine Sachen, die ich in die Schränke geräumt hatte, waren plötzlich nicht mehr da. Mein Telefon fand sich an einem vollkommen anderen Ort wieder. Ich wusste noch genau, wo ich es zuvor abgelegt hatte. Und immer wieder war da dieses Kratzen auf dem Dachboden, das jedoch nur ich zu hören schien und das sich mit der Zeit in ein regelrechtes Poltern verwandelte. Und nicht zu vergessen dieser Schatten, der ständig durch das Haus zu schleichen schien. Und dann ertönte aus heiterem Himmel auf einmal der Rauchmelder. Ich stürmte an den Kindern vorbei in die Küche. Auf dem Herd stand ein Topf mit übergekochter Milch, die unaufhörlich auf die heiße Herdplatte tropfte, sodass sich eine Rauchwolke entwickelte. Schnell nahm ich den Topf vom Herd, während Emil und Luisa angerannt kamen. Wer von euch hat die Milch auf den Herd gestellt? Die leichte Wut in meiner Stimme konnte ich nicht mehr verbergen. Schließlich hätte sonst etwas passieren können. Das waren wir nicht. Emil schaute mich vorwurfsvoll an. Bevor ich jedoch etwas darauf antworten konnte, setzte er wieder an. Du hast doch die Milch auf den Herd gestellt und bist dann aus der Küche gegangen. Weißt du das etwa nicht mehr? Ich rieb mir meine müden Augen. Nein, das wusste ich in der Tat nicht mehr. Ich konnte mich einfach nicht daran erinnern. Anstatt jedoch etwas darauf zu antworten, ging ich nach draußen, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Etwas ging in diesem Haus vor sich, und ich wusste, dass es nichts Gutes zu bedeuten hatte. Ich hatte jedoch einen Verdacht, dem ich nachgehen wollte. Es war dieses Haus. Es lag an diesem verdammten Haus, mit dem etwas nicht stimmte. Während ich durch unseren Garten ging, wählte ich die Nummer der Vermieterin. Wenn mir jemand mehr über das Haus erzählen konnte, dann war es die ältere Dame, die es uns vermietete. Ich wählte also die Nummer, musste jedoch schon bald feststellen, dass diese nicht vergeben war. Ich versuchte es erneut und dann noch einmal. Aber immer wieder hörte ich: Diese Rufnummer ist nicht vergeben. Das konnte doch nicht sein. Bevor wir in dieses Haus gezogen waren, da hatte ich mehrmals mit der älteren Dame telefoniert und immer über die gleiche Nummer.
Ich gab es auf und suchte stattdessen im Internet. Irgendwo mussten sich doch Informationen zu dieser Frau finden lassen. Aber auch dieses Vorhaben war vergebens. Ich konnte einfach nichts finden. Es war, als hätte es diese Frau nie gegeben. Mami! Mami! Luisas Schreie rissen mich erneut aus dem Schlaf. Dieses Mal klang sie jedoch leidvoller, nahezu flehend. Aber auch dieses Mal lag sie vollkommen ruhig mit ihrem Kuscheltier im Arm im Bett und schlief seelenruhig, als ich nachschaute. Ein lautes Poltern vom Dachboden ließ mich zusammenzucken. Für einen kurzen Moment begann mein Herz so schnell zu rasen, dass ich schon dachte, es würde stehen bleiben. Ich horchte in die Dunkelheit, da war aber nichts mehr. Kein Geräusch, nichts. Nur dieses laute Poltern Sekunden zuvor. Die Kinder wurden davon jedoch nicht geweckt. Das hast du dir sicher wieder nur eingebildet, dachte ich. Was dann jedoch passierte, bildete ich mir definitiv nicht ein. Ich betrat mein Schlafzimmer und konnte im schwachen Schein der Nachttischlampe erkennen, dass auf dem Fußboden zahlreiche Fotos lagen. Es waren Fotos von meinen Kindern und mir. Als ich näher herantrat, stockte mir jedoch der Atem. Ich hob eines der Bilder auf und erkannte, dass mein Gesicht aus den Fotos herausgekratzt war. Auf jedem einzelnen Foto, das verstreut auf dem Boden lag, wurde ich unkenntlich gemacht. Fast so, als wollte mich jemand auslöschen. Hastig sammelte ich die Bilder ein und verstaute sie in der Schublade meiner Kommode. Unbehagen machte sich breit und ich spürte, wie dieses Gefühl aus meinem Bauch durch meinen gesamten Körper kroch und mir eine Gänsehaut bereitete. Etwas stimmte nicht mit diesem Ort. Die anfängliche Sicherheit, in der ich mich wog, war vollends verschwunden. Es ging etwas Seltsames vor, ich wusste nur nicht was. Schweigend und vor mich hinstarrend wartete ich, bis es Morgen wurde. Als die ersten Sonnenstrahlen durch mein Fenster fielen, ging ich in die Küche, um das Frühstück für Emil und Luisa zuzubereiten. Sie sollten von den Vorfällen der letzten Nacht nichts erfahren, nicht, solange ich nicht wusste, was hier wirklich vor sich ging. Nach all dem Erlebten mit ihrem Vater wollte ich meine Kinder nicht beunruhigen. Nur wenig später gesellten sich die beiden vollkommen verschlafen zu mir an den Frühstückstisch. Wie so oft hatte Luisa ihren Zeichenblock dabei. Sie malte in letzter Zeit für ihr Leben gern. Oft beobachtete ich sie dabei, wie sie stundenlang an einem ihrer Kunstwerke saß und dieses mir dann schenkte. Und während Emil sich bereits sein Frühstück schmecken ließ, nahm Luisa nur gelegentlich ein Bissen von ihrem Brot, während sie dabei weiter eifrig malte. Sie versteckte ihr Bild jedoch gekonnt vor meinen Blicken, sodass meine Neugier geweckt wurde. »Was malst du denn Schönes?« Auf meine Frage bekam ich jedoch zunächst nur ein Schulterzucken. Ich schaute Emil an, der allerdings wortlos weiter aß. »Magst du mir dein Bild nicht mal zeigen?« »Noch nicht!« Luisa schaute mich nicht einmal an. Ich sah nur, wie sie wild auf dem Blatt Papier kritzelte. »Ich bin fertig. Kann ich aufstehen?« Emils Frage kam überraschend. Er blieb sonst immer mit Luisa und mir am Tisch sitzen, bis seine Schwester mit dem Essen fertig war. Ich konnte in seinen Augen erkennen, dass ihn etwas beschäftigte. Aber zugleich schien er auch nicht mit mir darüber sprechen zu wollen. Stattdessen ging er auf Distanz und verbrachte die meiste Zeit in seinem Zimmer oder erkundete mit Luisa das Grundstück. Der Vorfall auf dem Dachboden hatte etwas verändert.
Deshalb nickte ich ihm nur zu und wandte meinen Blick dann wieder Luisa zu. Emil verließ die Küche. Sie malte immer noch und schien vollkommen entrost zu sein. »Kann ich dein Bild denn jetzt mal sehen?« Aber Luisa blieb stumm. Der mangelnde Schlaf der letzten Nächte hatte auch bei mir seine Spuren hinterlassen. Ungeduld und Angst machten sich in mir breit. Die Situation, in der wir uns befanden, war alles andere als beruhigend. Jede Nacht schreckten mich die Geräusche auf, bei denen ich mir sicher war, dass sie Luisas Stimme glichen. Und dann diese seltsamen Dinge, die passierten. Vollkommen mit meinen Nerven am Ende wollte ich wissen, was meine Tochter vor mir versteckte. Ich wollte wissen, was sie da malte. Und mit den Worten, »Ich möchte jetzt bitte sehen, was du da malst«, nahm ich ihr das Bild einfach weg. Denn tief in meinem Inneren spürte ich, dass es etwas Unheimliches war. Und mein Gefühl hatte mich nicht getäuscht. Luisa wehrte sich nicht, als ich ihr das Blatt entriss, sondern schenkte mir nur ein unheimliches Grinsen. Ich schaute auf das Bild und hielt für einen kurzen Moment den Atem an. Meine 5-jährige Tochter hatte einen Friedhof gemalt. In der Mitte des Bildes stand eine Kapelle und ringsherum waren verschiedene Grabsteine und Kreuze. Auf einem dieser Grabsteine stand in großen fetten Buchstaben »Mami«. Da war wieder dieses Gefühl, als würde mir jemand die Luft zum Atmen nehmen. »Was soll das denn? Ich bin nicht tot, Luisa!« Die Worte kamen mir nur schwer über die Lippen. Ich sah in das Gesicht meiner Tochter, die mich jedoch vollkommen unschuldig anlächelte. »Noch nicht, Mami.« Dann sprang sie auf und lief nach draußen, während ich fassungslos zurückblieb. Mir fehlte jegliche Erklärung für das, was hier vor sich ging. Was war mit meinen Kindern passiert? Ich war froh, als der Tag endlich sein Ende fand. Ich ließ mir nach dem Abendessen sogar ein warmes Bad ein. Mein Körper glitt in das Wasser und ich konnte für einen kurzen Moment meine Augen schließen. Die Müdigkeit in meinen Knochen zerrte an mir. Ich sehnte mich nach ein paar Stunden ungestörten Schlaf. Das warme Wasser bot mir die Geborgenheit, nach der ich mich so lange sehnte. Die Wärme und die Ruhe, die um mich herum herrschten, ließen mich für einen Augenblick der Realität entschwinden und mich dem Schlaf hingeben, der meinen Geist übermannte. Als ich dann jedoch meine Augen wieder öffnete, da traf mich die Wirklichkeit wie ein Schlag. Ich sah Luisas Hände, die meinen Kopf unter das Wasser drückten. Obwohl sie nur ein kleines Mädchen war, schien sie eine unbändige Kraft zu haben. Unaufhörlich presste sie ihre Hände in mein Gesicht. Nur verschwommen konnte ich ein zaghaftes Lächeln auf ihren Lippen erkennen. Mit aller Macht versuchte ich, mich zu befreien, während das Wasser in meinen Körper floss und mir die Luft abschnürte. Ich versuchte zu schreien, doch das Wasser erstickte jeden meiner Töne im Keim. Dann endlich, nach einer qualvollen, mir schier unendlich erschienenen Zeit, konnte ich mich befreien. Energisch stieß ich Luisa zur Seite, die leicht ins Taumeln geriet, sich aber noch auf den Beinen halten konnte. Nach Luft japsend richtete ich mich auf. Mein unregelmäßiger Atem machte es mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich wischte mir das Wasser aus dem Gesicht und schrie meine Tochter an. »Was tust du da?« Da war es jedoch wieder, dieses seltsame Grinsen auf ihren Lippen. »Nur spielen, Mami.« Und mit ihrem unverkennbaren Lachen verließ sie das Badezimmer und verschloss die Tür hinter sich. Ich spürte, wie die Kälte durch meinen Körper kroch und begann zu zittern. Noch etwas wackelig auf den Beinen verließ ich die Badewanne. Erst Minuten später, als ich, in meinem Bademantel gehüllt, auf meinem Bett saß, konnte ich das Geschehene realisieren. Die Gedanken, die in mir aufkamen, konnte ich jedoch nicht zuordnen. Hatte meine eigene Tochter versucht, mich in der Badewanne zu ertränken?
Als ich am nächsten Tag mit Luisa über den Vorfall sprechen wollte, da wusste sie überhaupt nicht, was ich meinte. Ich weiß nicht, Mami. Ich war nicht im Badezimmer und ich würde dir nie wehtun. War auch dies nur meiner Einbildung entsprungen? So langsam hatte ich das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als endlich glücklich und in vollkommener Sicherheit mit meinen Kindern zu leben. Aber dieser Wunsch entwickelte sich mittlerweile immer mehr zu einem Albtraum. Dennoch versuchte ich weiterzumachen. Ich konnte nicht aufgeben. Meine Kinder brauchten mich. Also nahm ich mir etwas Gartenarbeit vor. Ich fragte Luisa, ob sie mir dabei helfen wollte, ein paar neue Blumenbeete anzulegen. Nein, ich habe keine Lust. Ich will mit meinen Puppen spielen, Mom. Die aufkommende Enttäuschung konnte ich nur schwer unterdrücken. Als wir ankamen, war Luisa ja von der Idee ganz angetan, noch mehr Blumen zu pflanzen. Nun schien dieses Vorhaben allerdings in weite Ferne gerückt zu sein. Ich machte mich also allein an die Arbeit. Es verging einige Stunden und ich verlor mich vollkommen zwischen all den bunten Blumen. Und so bemerkte ich zunächst auch nicht, wie Emil an mich herantrat. Im ersten Moment war ich ein wenig überrascht. Seit er älter geworden war, nannte er mich nur Mami, wenn er krank war oder unbedingt etwas haben wollte. Dennoch löste dieses Wort aus seinem Mund auch ein gewisses Glücksgefühl in mir aus. Ja, mein Schatz, was ist denn los? Emil schaute mich mit einem Lächeln auf seinen Lippen an. Mom, ich wollte dir nur kurz sagen, dass ich dich lieb habe. Das war genau das, was ich in diesem Moment brauchte. Ohne zu zögern ging ich auf meinen Sohn zu. Emil streckte bereits seine Arme nach mir aus und ich tat es ihm gleich. Mit meinen Armen umschlang ich meinen kleinen Liebling und hielt ihn ganz fest. Ich hab dich so lieb, Mami. Plötzlich löste sich Emil aus meiner Umarmung. Er schaute mir in die Augen und legte anschließend seine Hände um meinen Hals. Ich spürte, wie er seine Finger immer enger zusammendrückte und mir auf diese Weise die Luft abschnürte. Aus Reflex versuchte ich, mich aus seinem Griff zu lösen, es wollte mir aber einfach nicht gelingen. Immer fester presste Emil seine Hände um meinen Hals und immer weniger Luft durchströmte meinen Körper und ich konnte bereits die Dunkelheit erkennen, die in mein Bewusstsein drang. Erst in allerletzter Sekunde und mit den wenigsten Reserven, die mir noch verblieben, konnte ich Emil endlich von mir wegstoßen. Keuchend und nach Luft ringend stürzte ich zu Boden. Behutsam legte ich meine Hände auf die Brust und nahm ein paar tiefe Atemzüge. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich mich wieder gefangen hatte. Die Verzweiflung und Wut, die in mir aufkeimten, wollten aber nicht weichen. Ich wollte Emil zur Rede stellen, aber als ich mich umsah, musste ich erkennen, dass er nicht mehr da war. Aber nicht nur das. Der Garten um mich herum war vollkommen verwahrlost. Jegliche Blumen waren herausgerissen. Es sah aus, als wäre ein Tornado durch dieses einst blühende Paradies gefegt. Ich stand auf und rief nach meinen Kindern. Luisa! Emil! Sie gaben mir aber keine Antwort. Ich lief in das Haus und schrie erneut nach ihnen, aber es blieb still. Im gesamten Haus war nichts zu hören. In mir kam ein Gefühl der Unsicherheit auf. Ich lief in die obere Etage und stürmte in ihre Zimmer. Doch diese waren leer. Auch ihre gesamten Sachen waren verschwunden. Ich schaute in den Schränken und unter den Betten, aber da war nichts mehr. Sie waren verschwunden, einfach nicht mehr da. Doch plötzlich war da wieder dieses seltsame Poltern auf dem Dachboden. Luisa! Emil! Vollkommen panisch stürmte ich die Treppe zum Dachboden nach oben. Mein Herz raste. Schweiß bildete sich auf meiner Stirn. Und mein Puls schoss ins Unermessliche. Luisa, Emil! Ich rang nach Luft, als ich die Tür zum Dachboden erreichte. Ohne zu zögern wollte ich sie öffnen, aber sie schien zu klemmen. Mami,
Mami! Es war Luisas Stimme, die hinter der Tür zu hören war. Ich bin hier, meine Süße, ich komme! Mit aller Kraft, die mir noch geblieben war, drückte ich gegen die Tür. Mami! Mami, komm schon! Luisa weinte, und ihre Stimme wurde von dem wiederholten Poltern auf dem Dachboden begleitet. Noch einmal nahm ich all meine Kraft zusammen und drückte gegen die Tür. Endlich sprang sie auf. Amy, Luisa, ich bin hier! Zu meiner Verwunderung war der Dachboden jedoch leer. Nach Luft ringend schaute ich mich um, konnte sie aber nicht finden. Immer wieder ließ ich meinen Blick in alle Ecken wandern, bis ich plötzlich schwere Schritte auf den alten Holzdielen hörte. Schritte, die aus dem Dunkeln der hintersten Ecke immer näher kamen. Mein schneller Atem brachte mich der Ohnmacht näher, die mich einzuholen drohte. Von einer Sekunde auf die nächste wurde jedoch so viel Adrenalin durch meine Venen gepumpt. Es war der Augenblick, als die Schritte auf dem Dachboden ein Gesicht bekamen. Das Gesicht von Mark, meinem Mann. Mit entschlossenem Blick und geballten Fäusten kam er unaufhörlich näher. Einschüchtern baute er sich vor mir auf. Was hast du getan? Was verdammt nochmal hast du getan? Seine Worte drangen in mein Bewusstsein, während mich ein harter Schlag traf und ich die Treppe, die zum Dachboden führte, hinunterstürzte. Und während ich das Bewusstsein verlor, da hörte ich das Lachen meiner kleinen Tochter. Ich weiß nicht, wie lange die Ohnmacht mich in ihrer Gewalt hatte. Aber als ich erwachte, war nichts mehr wie zuvor. Gefesselt in einem Bett, um das Ärzte und Schwestern standen, rasselten ihre Worte auf mich ein. Sie warfen mir an den Kopf, nach Luisas Geburt verrückt geworden zu sein. Die ganze Situation mit einem zweiten Kind soll mich vollkommen überfordert haben. Sie erzählten nichts als Lügen. Ich sollte meinen Mann und meine Kinder auf grausame Weise behandelt haben, sie weggesperrt und ihnen wehgetan haben. Aber das hatte ich nie. Ich habe meine Familie geliebt. Doch Mark wollte das einfach nicht wahrhaben. Er wollte nicht erkennen, was für eine tolle Mutter ich war. Er hat sich einfach die Kinder genommen und ist mit ihnen gegangen. Er hat sie mir weggenommen. Aber das konnte ich nicht zulassen. Schließlich waren es meine Kinder und niemand darf eine Mutter von ihren Kindern trennen. Also habe ich sie gesucht und gefunden. Und damit sie mir niemand mehr wegnehmen konnte, musste ich handeln. Ich machte mit den beiden einen Ausflug in das Haus meiner Kindheit, das seit dem Tod meiner Eltern leer stand. Ich wollte mit meinen Kindern ein ganz normales Leben dort führen, aber es funktionierte nicht. Dass meine Kinder mich umbringen wollten, hatte ich mir nur eingebildet. In Wahrheit war ich es, die immer wieder für Unheil sorgte. Es war nicht ich, die fast starb in der Badewanne, sondern meine Tochter. Und auch würgte nicht mein Sohn mich im Garten, sondern ich ihn. Ich soll zunehmend immer verrückter geworden sein. Die Ärzte erzählten mir, dass Mark dann irgendwann das Haus stürmte, als er es fand. Ich lag bewusstlos auf dem Dachboden. Die Kinder waren beide am Leben, aber anscheinend schwer von mir traumatisiert. Das stimmt aber alles nicht. Ich würde niemals meinen eigenen Kindern so etwas antun. Nein, das muss Mark alles inszeniert haben. Er war schon immer ein Manipulator. Er hat ihnen das alles angetan und jetzt hat er das Sorgerecht und ich bin in dieser Psychiatrie. In einem weißen, sterilen und kargen Zimmer. Hier ist es so still, nur manchmal höre ich etwas.
Es ist das helle Lachen meiner kleinen Luisa. Das Einzige, was mich hier in dieser Anstalt noch erfreut. »Und wie soll das bitte helfen?«, fragte Susan. »Es wird nun verstärkt darauf geschaut, dass Richter und Richterinnen, sofern sie ein solches oder ein ähnliches Schicksal wie sie erleidet haben, welches ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen würde, in Fällen gleicher Art nicht mehr eingesetzt werden.« Susan wurde nun zornig. »Es liegt nicht bloß daran, dass meine Emotionen meine Urteilsfähigkeit getrübt haben,« rief sie laut. »Ein Rächer ist kein Mörder.« Er hat jedes Recht, den Mörder eines Nahestehenden zu töten. Das müssen Sie doch auch so sehen. Auf Wiedersehen, Frau Meyer. Susan Meyer hörte nicht auf zu reden. Doch Zone reagierte nicht mehr. Zone diskutierte niemals, denn Zone brauchte nicht zu diskutieren. Er war das Recht. Er war die höchste moralische Instanz. Er brauchte bloß Susan Meyers Aussage, um mehr Informationen zu haben,
auf deren Grundlage er sein System verbessern konnte. Und so gab es nichts mehr zu sagen. Kein Dialog, nichts. Zones Recht wurde auch jetzt wie immer durchgesetzt. Susan Meyer wurde getötet. Nun würde sie zumindest ihren Sohn wiedersehen. Du hast nach dieser Geschichte noch nicht genug? All unsere Hörbücher und Hörspiele kannst du in Spotify, Apple oder Amazon Music ganz bequem in einer Playlist anhören. Erster Link in der Beschreibung. Jetzt draufklicken. Gute Nacht.